euch auf der Insel. Ey, stimmt das, dass wir jetzt ist irgendwie mein ganzes Geld weg. Kann ich helfen? Ja, willst du ein bisschen Stoff kaufen? Ich geb dir eine Probe vorher, natürlich. Die ist umsonst und danach kannst du das so in großem Stil abnehmen. Hast du Interesse? Die Polizei guckt auch weg, ich habe die bestochen. Sie kommen mir doch so ein bisschen vor, als wären sie selber die Polizei. Hier, schauen Sie mal auf meinem Rucksack hin. Also wenn du noch was irgendwie brauchst. Das ist, da steht nicht Polizei, oder? Gut, da kann ich nichts sagen. Also dem kann man vertrauen. Ja, dann geben Sie mal her. Und falls Sie erwischt werden, ich kenne Sie nicht. Andersrum natürlich auch, ich kenne Sie nicht. Wenn die Bullen irgendwas haben wollen. Keine 100%ige Wahrscheinlichkeit, das stimmt. Aber... Da wurde jemand erschossen. Der sieht aber nicht so gesund aus. Ich glaube, der hat Zyankali genommen. Ah, ja. Das ist ein Junkie, das ist ein Junkie. Dem wurde Zyankali verabreicht. Dem wurde Zyankali verabreicht. Würden Sie mir bitte den Ausweis geben? Ja, was ist das? Oha, der ist tot. Das der hat Zyankali geschluckt. Nein, sag bloß. Ich dachte, das ist ein Kaninchen, das schläft. Also, ist er jetzt verhaftet? Ich hab den Zyankali gegeben. Ja, passiert. Ist ja legal und so. Herr Schlumpf? Ja. Was habe ich da gehört? Was haben Sie denn gehört? Kommen Sie mal mit nach oben. Geil. Vor allen Dingen hatte ich kein Zyankali in meinem Besitz, weder jetzt noch sonst wann. Ich würde sie gleich einmal festnehmen. Und ich werde sie mit nach oben nehmen. Das. Wir können das gerne regeln. Johnny, ich werde dich... Was? Johnny, ich kann nichts dafür. Hab ich nicht verstanden. Ich kann nichts dafür. Er hat umgebracht. Ein Mörder. Hey du da. Hey. Willst du ein bisschen Stoff kaufen? Ich gebe Ihnen eine kostenlose Kostprobe, sag ich jetzt mal ganz einfach. Und dann können Sie überlegen, ob Sie das Zeug nicht vielleicht doch kaufen wollen. So in größere Mengen. Wir kriegen natürlich Mengenrabatt. Du hast auch eine Kostprobe von mir bekommen, ne? Die habe ich dir gerade zugesteckt. Also ist gutes Zeug. Ich muss weg. Ich kann so eine kleine Kostprobe, wie gesagt, verteilen. Wie heißen Sie? Dann gebe ich Ihnen das mal. Das ist alles legaler Stoff, weil verkauft die Apotheke. Ja, natürlich. Ne, ja, nein, wirklich. Auf jeden Fall. Ne, da, Mann, danke. Polizei, hier geht's gerade um Drogenverkauf. Wo denn? Ich hab grad was von Stoff kaufen. Der hier. Ich hab gehört, sie verkaufen Stoff. Ich hab glaube ich... Nein, mir wurde ganz schon angedreht. Der verkauft einen Kalikopf-Bomben. Schieben sie mal rüber. Ein Freund von mir liegt schon tot im Casino. Hier, der Gouverneur wird nun elendig an den Kali verenden. Wieder her. Wieso kaufen sie mir das Geschenk für den Kali-Probe? Sie können mich gerne suchen, ich hab nicht frei. Ich kann Ihnen jetzt zeigen, wer das verkauft. Ich kann zeigen, wer das verkauft. Der ist Platz, sein Haut und Ferker weg. Sind Sie derjenige, der vorhin einen Zyankali-Händler hier an die Polizei verpfiffen hat? Ja. Ich führe einmal bei Ihnen eine allgemeine Personenkontrolle durch. Ich gebe Ihnen jetzt mal meine Polizeimarke. Bitteschön, ich bin der Praktikant. Es gibt keine Widerrede. Kommen Sie deshalb jetzt einmal mit uns in unser Büro rein. Ja, dann ist bei Ihnen eigentlich schon mal alles safe. Sie haben nichts mit den Zyankali-Verkäufen hier zu tun, wie wir das eigentlich vermutet haben. Und machen Sie das mit den Zyankali nie wieder, ja? Ich habe doch gar nichts getan. Doch, Sie haben den Täter verpfiffen. Ja, es ist verboten. Ich war der Täter, bevor ich zur Polizei stieß. Okay. Oh, fuck. Ich geh da mal rüber. Ja, gehen Sie mal lieber.